One was that Japan is clearly militarizing again. Japan rüstet sich nach vielen Jahrzehnten der Zurückhaltung eindeutig wieder auf. Zum Teil geschieht dies auf Geheiß des kollektiven Westens. Gleichzeitig erkundet es, wie weit es die relative amerikanische Schwäche in der Region ausnutzen kann. Die USA sind sehr stark beansprucht und Japan versucht, seine eigenen Flügel auszubreiten. Diese Remilitarisierung ist Japans Weg, um zu sehen, ob es sich von einigen der nachkriegszeitlichen Fesseln befreien kann, die die Amerikaner ihnen auferlegt haben. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hallo alle zusammen. Hier ist Pascal Lottartz von Neutrality Studies. Heute habe ich wieder Warwick Powell bei mir, der außerordentlicher Professor an der Queensland University of Technology in Brisbane ist. Er ist auch Senior Fellow am Taihe Institute, einem nichtstaatlichen internationalen Think Tank mit Sitz in Peking. Warwick hat zugestimmt, erneut mit mir über den jüngsten trilateralen Gipfel zwischen Japan, Südkorea und China sowie über seine jüngste Reise nach Peking zu sprechen. Ich denke, sowohl der aktuelle politische Diskurs in China als auch der Gipfel verdienen mehr Aufmerksamkeit, als sie derzeit bekommen. Der Gipfel liefert insbesondere bedeutende Hinweise darauf, wie der Pazifik versucht, seine Beziehungen zu strukturieren. Warwick, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Warwick, thank you very much for coming online today. Es ist großartig, wieder mit dir zusammen zu sein, Pascal. Warwick, kurz bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, hast du erwähnt, dass du kürzlich aus Peking zurückgekehrt bist und dass die Menschen dort verwirrt sind. Könntest du das näher erläutern? Ja, schauen Sie. Ich habe die letzte Woche in Peking verbracht und mich mit Menschen aus der Regierung, Forschungseinrichtungen, Denkfabriken, Unternehmern und anderen aus verschiedenen Lebensbereichen getroffen. Dazu gehören Chinesen, Amerikaner in China, Skandinavier in China und Australier in China. Sie alle kratzen sich am Kopf und fragen sich, warum, wo und wann der kollektive Westen seine Fähigkeit zu vernünftigen Überlegungen verloren zu haben scheint. Die Beweise, auf die sie konsequent hinweisen, betreffen Entscheidungen, die Konflikte verschärfen, anstatt für alle Beteiligten Auswege zu finden. Anstatt Probleme durch Verhandlungen und Diplomatie zu lösen, scheint der kollektive Westen alles zu eskalieren. Dieser Ansatz ist eindeutig schädlich für die eigenen Interessen des kollektiven Westens. Dies war in den letzten Monaten, wenn nicht sogar im letzten Jahr, ein häufiges Thema für mich. Wir durchleben eine riesige Krise des Realismus. Vieles von dem, was wir gerade sehen, insbesondere die Eskalation in Europa, ergibt für die Vereinigten Staaten einigermaßen Sinn, aber für die Europäer überhaupt keinen Sinn. Das ist sehr gefährlich. Die Art und Weise, wie der kollektive Westen jeden in einem Freund- oder Feind-Schema konfrontiert, ergibt keinen Sinn. Es ist, als ob man keine vorteilhaften Beziehungen auf einigen Ebenen haben könnte, während man auf anderen konkurriert, was in den letzten 30 Jahren der Nachkriegszeit die Norm war. Es gab einen Konsens, dass man insbesondere mit China auf einer Ebene konkurrieren und auf anderen kooperieren könnte. All dies scheint aus dem Fenster zu fliegen. Versuchen die Menschen in China, dies irgendwie zu verstehen? Ja, sehen Sie, zu versuchen, Irrationalität oder wie verschiedene Rationalitäten ins Spiel kommen zu verstehen, ist eine der großen Herausforderungen unserer gegenwärtigen Zeit. Es gab eine Zeit, in der man wahrscheinlich innerhalb eines relativ engen Bereichs von Rationalitätsparametern arbeiten konnte, um vorherzusehen, wie andere auf verschiedene Dinge reagieren könnten. Aber im Moment ist klar, dass der erste Instinkt der kollektiven westlichen Mächte darin besteht, zuerst kinetisch zu handeln. Wann immer es ein Problem gibt, besteht der Schritt darin, irgendeine Art von militärischer Intervention zu drohen und sich dann darüber Gedanken zu machen, was danach passiert.
Tatsächlich haben wir dies nicht nur im Debakel in der Ukraine gesehen, sondern auch in Westasien. Die uneingeschränkte Unterstützung von Benjamin Netanyahu zu Beginn dieser aktuellen Phase des Konflikts gab Israel im Wesentlichen einen Freibrief, einen ausschließlich kinetischen Ansatz zur Lösung dessen zu verfolgen, was sie als ihre Probleme und Interessen betrachten. Während sich die Ereignisse entfaltet haben, fragen sich die Menschen buchstäblich, wie wir Bedingungen schaffen können, die zumindest einen vorübergehenden Stopp der Gewalt, des Todes und der Zerstörung ermöglichen und ein Mindestmaß an Stabilität in die Situation zurückbringen. Das sind die Herausforderungen im Moment, Pascal. Es gibt definitiv viel Kopfzerbrechen. Es ist wirklich schwer zu sehen, wie wir zu einer stabileren Situation kommen könnten, besonders in Westasien. Einerseits hat die USA den Konflikt mit dem Iran tatsächlich deeskaliert, während Israel alles in seiner Macht Stehende tat, um ihn zu einem größeren Krieg zu eskalieren. Es scheint, dass die USA und der Iran die Akteure waren, die sagten, nein, genug ist genug, wir werden diesen Weg nicht gehen. Andererseits haben wir jetzt eine Situation, in der fast 300 Palästinenser bei der Rettung von 4 Geiseln getötet wurden. Und ein paar Geiseln wurden in dieser Situation ebenfalls getötet. Das erfahren wir gerade. Die humanitäre Hilfe, die die USA aufgebaut haben, wurde teilweise dafür verwendet und US-Truppen waren aktiv an diesem Angriff beteiligt, was auf vielen Ebenen einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt. Internationales humanitäres Recht, Verhältnismäßigkeit und Unterscheidung von Nichtkombattanten. Es wird immer klarer, dass dies ein US-israelisches Projekt ist. Was auch immer auf der internationalen Bühne passiert, wie die USA bestimmte Vorschläge vorbringen, ist nicht dazu gedacht, real zu sein oder einen Waffenstillstand herbeizuführen. Dies ist diplomatische Deckung und es wird der gesamten Weltgemeinschaft offensichtlich. Wenn das passiert, wie würden andere Akteure wie China mit einem so offensichtlich unaufrichtigen Westen interagieren? Neue Strategien sind erforderlich, um damit umzugehen, oder? You need new strategies to interact with that thing, don't you? Ein Glaubwürdigkeitsdefizit ist definitiv der grundlegende Zustand des Geschehens im Moment. Wie Sie erwähnt haben, waren Maßnahmen in Institutionen wie dem Sicherheitsrat lediglich Feigenblätter, um Handlungen vor Ort zu vertuschen. Vor nur wenigen Wochen wurde eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verabschiedet, die dann jedoch von den Vereinigten Staaten untergraben wurde, die behaupteten, die Resolution sei nicht bindend. Dies hat im Grunde die Glaubwürdigkeit der Fähigkeit des Sicherheitsrats, künftig irgendetwas durchzusetzen, zerstört. Und ich denke, dass dies getan wurde, wurde diese letzte Resolution, die durchgekommen ist, buchstäblich in diesem Licht gesehen, besonders als der israelische Premierminister innerhalb von 24 Stunden antwortete, wir machen trotzdem weiter. Hier sind wir wieder. Das ist ein Glaubwürdigkeitsproblem. Der kollektive Westen hat Ansätze verfolgt, die nicht nur heuchlerisch sind und doppelte Standards an den Tag legen, sondern auch eine lange Geschichte des Scheiterns haben. Was ich an der Situation in Gaza und Westasien interessant finde, ist, dass die arabischen Staaten zugestimmt haben, eine internationale Konferenz anzustreben. Diese Konferenz zielt darauf ab, die Einschränkungen der Vereinten Nationen und des UN-Sicherheitsrats zu umgehen. Das Ziel ist es, eine kritische Masse zusammenzubringen, die Bedingungen schaffen könnte, damit die Parteien an den Verhandlungstisch kommen. Die Situation ist so ernst, dass es den Kämpfenden sehr schwer fallen wird, in gutem Glauben miteinander zu verhandeln. Es wird viel Arbeit nötig sein, um überhaupt den Ausgangspunkt zu erreichen. Es gibt jedoch eine internationale Anstrengung, insbesondere von den arabischen Staaten, die mit Russland, China und anderen zusammenarbeiten, um zumindest ein Umfeld zu schaffen, in dem ein Dialog möglich sein könnte.
an environment where that may be possible. Yeah, and I think it's also important to recognize that the only like diplomatic Ja, und ich denke, es ist auch wichtig anzuerkennen, dass die einzigen diplomatischen Bemühungen, die diesen Namen tatsächlich verdienen und darauf abzielen, ein Ende herbeizuführen oder zumindest einen Punkt zu erreichen, an dem Verhandlungen beginnen können, aus Westasien selbst kamen, insbesondere aus Katar und Oman. Diese sind sehr zentrale Staaten, um die Diplomatie in Gang zu bringen. Es gibt dort auch einige inoffizielle diplomatische Bemühungen, möglicherweise durch Russland. Aber Katar und Oman sind Schlüsselakteure. Was wir sehen ist, dass die Nachkriegsordnung, die früher die Beziehung zwischen dem westlichen Block und in gewissem Maße der Sowjetunion regelte und dann 30 Jahre lang das Weltsystem wurde, zusammenbricht. Der Hauptbefürworter dieses Systems, die USA, zieht sich tatsächlich zurück und setzt alle seine Kräfte ein, um dieses System zu zerstören. Using its all its force to kind of to tear this system down, as you said, the Security Council. If you, as the United States, claim that, wie Sie sagten, wenn die Vereinigten Staaten behaupten, dass eine Resolution des Sicherheitsrats nicht bindend ist, dann benutzen sie einen Vorschlaghammer, um die Autorität des Sicherheitsrats zu untergraben. Lassen Sie uns ein wenig nach Ostasien wechseln. Es scheint mir, dass die einzige Hoffnung in anderen Akteuren und Teilnehmern liegt und wie sie miteinander interagieren, unter Ausschluss der USA. In Ostasien sind Korea und Japan in vielen Bereichen eindeutig weitgehend mit den USA abgestimmt. Ich würde sie jedoch nicht auf die gleiche Weise wie Europa als Teil des kollektiven Westens kategorisieren. Südkorea und Japan scheinen anders zu handeln als Europa. Was ist Ihr Eindruck? South Korea and Japan seem to act differently from Europe. What's your impression? Look, I think it's important to perhaps understand how. Schauen Sie, ich denke, es ist wichtig zu verstehen, wie diese anderen Staaten und Regionen beobachten, was in Westasien und Europa passiert. Sie sind nicht nur verwirrt über die scheinbare Irrationalität der Ansätze des kollektiven Westens, sondern ziehen auch sehr konkrete Lehren aus diesen Erfahrungen. Eine dieser Lehren ist, dass ein kinetischer Ansatz zur Konfliktlösung das Feuer eher anheizt, als einen Weg zu einer Einigung zu finden. Also, ich denke, was wir langsam erkennen, ist die Einsicht, dass ein bestimmter Stil der internationalen Regierungsführung, der auf einem kinetischen, militärisch geprägten Ansatz zur Problemlösung beruht, einfach nicht funktioniert. Man kann keine Lösung mit Waffengewalt erzwingen und erwarten, dass sie Bestand haben. Offensichtlich tun sie das nicht. Das bedeutet, dass Akteure überall anfangen zu erkennen, dass der einzige Weg, um strittige und schwierige Probleme anzugehen, die oft seit Jahrzehnten oder länger Gebiete, Regionen und bilaterale Beziehungen plagen, darin besteht, konsensbasierte Lösungen zu entwickeln. In an environment where consensus solutions are built. You have to build them bottom up. And that's a style question as much as man muss sie von Grund auf aufbauen. Und das ist genauso eine Stilfrage wie eine Mentalitätsfrage, richtig? Die betroffenen Parteien müssen die Lösung akzeptieren, nicht nur gesagt bekommen, was die Lösung ist. Dies erfordert einen Ansatz, der anerkennt, dass die Interessen anderer legitim und respektiert sind. Durch gegenseitigen Respekt muss man nicht in allem übereinstimmen, aber man muss respektieren, dass andere echte Interessen haben. Dann hat man eine Chance, auf einen Konsens hinzuarbeiten. Ich denke, das ist es, was passiert. Ja, aber das ist der Punkt. Das ist nicht das Ziel. Von der Seite der USA und des kollektiven Westens ist das Ziel zuerst kinetisch, wie Sie richtig dargelegt haben. Das Ziel ist es, mit militärischer Gewalt vorzugehen. Der Rest ist nur Tarnung, um der eigenen Bevölkerung vorzutäuschen, dass man alles versucht hat. Sie wissen schon, wir haben alles versucht, außer mit unseren Gegenübern zu sprechen, eine Vereinbarung zu treffen und tatsächlich zu verhandeln. Aber wir haben alles andere getan. Die Erzählung, die wir in den Medien hören, ist rein dazu gedacht, die eigene Bevölkerung zu propagandieren. Andererseits scheint das Ziel zuerst kinetisch zu sein.
While on the other hand, the goal seems to be kinetic first. And the reason why I would like to talk about East Asia is because. Und der Grund, warum ich über Ostasien sprechen möchte, ist, dass wir etwas gesehen haben, das mich überrascht hat. Ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen China, Japan und Südkorea auf höchster Ebene. Auf chinesischer Seite war es nicht Xi Jinping, sondern der Premierminister. Sie sind nicht genau gleichgestellt, aber es ist das Nächste, was man auf chinesischer Seite bekommen kann. Sie haben ein Ergebnispapier erstellt, das mich überrascht hat, weil es wirklich lang ist. 8 Seiten. Sie haben es alle unterschrieben und ein paar Verhaltensregeln festgelegt, die sie haben wollen. Of rules of engagement that they want to have and actually a very positive document that talks a lot. Und tatsächlich ist es ein sehr positives Dokument, das viel über Engagement und sogar die Schaffung weiterer wirtschaftlicher Verbindungen spricht. Dies steht im Gegensatz zu dem, was wir mit der ständigen Eskalation zwischen der EU und Russland gesehen haben. Am Ende hat die EU der Ukraine klar gesagt, ihr müsst ein Assoziierungsabkommen mit uns oder mit Russland wählen. Es scheint mir, dass Japan und Korea nicht auf diese Weise an China herantreten wollen. Sie bauen jetzt auch neue diplomatische Wege auf, um konstruktiv mit China zu sein. Ist das eine faire Einschätzung? Ich denke, das ist ein großer Teil der Wahrheit. Ostasien und Nordostasien sind historisch gesehen sehr komplexe Regionen, wie Sie sicher wissen. Die Beziehungen zwischen den Völkern der koreanischen Halbinsel vor und nach dem Krieg sowie zwischen Japan und China waren komplex und zeitweise ziemlich angespannt. Allerdings gab es über viele Jahrhunderte hinweg auch bedeutende wirtschaftliche, soziale und kulturelle Austauschbeziehungen zwischen Nationen oder Zivilisationen. Was in Ostasien vor sich geht, ist, wie ich bereits erwähnte, erstens die Erkenntnis, dass einige Ansätze zur Lösung von Problemen einfach nicht funktionieren. Das ist ein zentrales Thema. Nun, verschiedene Staaten in verschiedenen Teilen der Welt werden Einschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes haben, indem sie sich einem stärker konsensorientierten Ansatz nähern können. Dies gilt insbesondere angesichts der Vorherrschaft der amerikanischen Militärmacht in Ostasien, die in den letzten 7 Jahrzehnten aufgebaut wurde, und der anhaltenden militärischen Präsenz der US-Streitkräfte auf der koreanischen Halbinsel und in Japan. Bevor wir auf das trilaterale Abkommen eingehen, ist es wichtig, einige der Komplexitäten in der Region zu berücksichtigen. Japan hat beispielsweise Streitigkeiten mit China über bestimmte Inseln. Es hat auch starke Ansichten bezüglich der Insel Taiwan, die ein potenzieller Brennpunkt des Konflikts ist. Das ist also ein Teil des Puzzles, den wir im Auge behalten müssen. Das zweite Interessante ist, dass Japans Premierminister Kishida vor diesem trilateralen Treffen tatsächlich in Washington war, um an einem weiteren trilateralen Treffen mit den Vereinigten Staaten und den Philippinen teilzunehmen. Dies hebt einige Punkte hervor. Einer davon ist, dass Japan nach vielen Jahrzehnten der Zurückhaltung eindeutig wieder militarisiert. Teilweise geschieht dies auf Drängen des kollektiven Westens. Gleichzeitig erkundet Japan, wie weit es die relative Schwäche Amerikas in der Region ausnutzen kann. Die USA sind sehr stark beansprucht und Japan versucht, seinen eigenen Einfluss auszudehnen. Dies ist Japan, über das ich im Rahmen einer Remilitarisierung spreche, um zu sehen, ob es sich ein wenig von einigen der Nachkriegsfesseln befreien kann, die die Amerikaner ihnen auferlegt haben. Dies könnte in viele verschiedene Richtungen verlaufen, und es ist unmöglich, es vorherzusagen. Eines der Dinge, die es jedoch getan hat, ist die Überschneidung mit der japanischen Wirtschaftspolitik. Japan erkennt, dass es sich kurzfristig nicht von den wirtschaftlichen Beziehungen zu China und Korea lösen kann. Aber langfristig gibt es andere Möglichkeiten in der Region. Diese Möglichkeiten sind bereits aus der japanischen Erfahrung ersichtlich, wie zum Beispiel die Gasgeschäfte mit den Russen. They have to have the gas deals with the Russians.
Das ist etwas über die Sakhalin-Y-Deals. Sie haben sich seit dem Ausbruch des Konflikts in der Ukraine nicht geändert. Tatsächlich hat Japan beim G7 um eine Sondergenehmigung gebeten, um dieses spezielle Projekt nicht zu sanktionieren, weil Japan die Energie braucht. Das ist das Erste. Aber das Zweite, was ich interessant finde, ist, was im Fernen Osten Russlands passiert, insbesondere in Sibirien und die Verbindungen, die sich dort mit der DVRK und China öffnen. All diese Dynamiken verändern die potenziellen wirtschaftlichen Konfigurationen in diesem Teil der Welt. Sie eröffnen neue Möglichkeiten für Japan und diejenigen auf der koreanischen Halbinsel, eine andere wirtschaftliche Ausrichtung zu haben. Es gibt also im Moment viel Fluidität, Pascal, denke ich. So a lot of fluidity at the moment, Pascal, I think. That is absolutely true. I mean, the change that's happening over. Das ist absolut richtig. Die Veränderung, die hier stattfindet, ist größer als zu jedem anderen Zeitpunkt in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen. Viele Leute vergessen, dass Russland und Nordkorea eine Landgrenze teilen und direkten Zugang zueinander haben. Die hochrangigen Gespräche zwischen Nordkorea und Russland könnten auch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. Was Sie gerade über Japan und seine Sicherheit dargelegt haben, halte ich ebenfalls für korrekt. Ich habe mehrere Diskussionen zwischen japanischen Sicherheitsbeamten, Denkern und Personen, die mit der Regierung verbunden sind, miterlebt. Nun, es gibt zwei verschiedene Teile. Die japanische Regierung ist tatsächlich in verschiedene Ministerien aufgespalten, und diese Ministerien sind nicht immer einer Meinung. Das System berücksichtigt jedoch die Meinungen von Menschen an Universitäten, Denkfabriken und anderen Institutionen, wodurch eine dynamische Wechselwirkung entsteht. Es ist ziemlich interessant, wie die Entscheidungsfindung hier funktioniert. Ein Lager sieht diese neue Remilitarisierung eindeutig als Stärkung der US-japanischen Allianz. Und dann gibt es ein weiteres Lager, das es mehr im Sinne der Eigenständigkeit sieht. Wenn es hart auf hart kommt, müssen wir in der Lage sein, uns selbst zu versorgen, auch wenn die USA ihre Unterstützung zurückziehen. Diese beiden Perspektiven stehen nicht im Widerspruch. Sie arbeiten zusammen. Ich denke, was Sie skizzieren, ist richtig. Es ist auch interessant, dass das Ergebnisdokument des trilateralen Gipfels einen Abschnitt zur Sicherheit enthielt. Es erwähnte weder Taiwan noch die Inseln und ließ alle strittigen Themen aus. Stattdessen konzentrierte es sich darauf, worauf sich die drei Länder einigen können, wie zum Beispiel den Wunsch nach einem stabilen Korea, was gut ist. They want a stable Korea, which is good. It's good to hear. It's like no. Es ist gut zu hören. Es besteht kein Interesse an einer Eskalation. Ein weiterer Punkt ist, dass alle drei Länder sagen, sie seien Interessensvertreter und hätten Verantwortung für eine stabile Pazifikregion. Das ist ihr Ziel, was ein sehr positiver Ansatz ist. Ich höre nie diese Art von positiver Rhetorik aus den USA oder der EU. Für sie geht es immer darum, dass China als Bedrohung aufsteigt, der man direkt entgegentreten muss. Hier haben wir ein Ergebnisdokument, das sagt, wir sind gleichberechtigte Partner und müssen für Stabilität sorgen. Schauen Sie, ich denke, es gibt eine interessante aufkommende Unterscheidung zwischen dem, was einige Gelehrte als negativen Frieden bezeichnen würden, der einfach das Fehlen direkter militärischer Konflikte ist, und einem positiven Frieden. Ein positiver Frieden geht viel tiefer und breiter. Er konzentriert sich darauf, warum wir Frieden haben, zielt darauf ab, wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen und zu erhalten und ein größeres Gleichgewicht innerhalb von Regionen und zwischen Ländern in Bezug auf ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu schaffen. All dies trägt zu einem positiven Kreislauf der Stabilisierung bei. Je stabiler eine Region ist, desto ausgewogener ist sie wirtschaftlich. Dies führt zu besseren wirtschaftlichen Aussichten für jedes Land, was wiederum ihre politische Situation im Inland stabiler macht. Ich denke, diese Erkenntnis wird im Kommuniqué nicht ausdrücklich erwähnt, ist aber impliziert. Ein weiterer wichtiger Punkt in Bezug auf eine stabile koreanische Halbinsel
ist die Anerkennung, dass es einige Veränderungen in der Konstellation gegeben hat. Russland und die DVRK haben nicht nur direkte Kommunikationswege und eine Landverbindung, sondern sie bauen eindeutig die Anfänge einer reicheren wirtschaftlichen Beziehung und möglicherweise auch einer strategischeren und sicherheitsorientierteren Beziehung in anderer Hinsicht auf. Ich habe keinen Zweifel daran, dass dies mit dem Wissen der Behörden in Peking geschieht. Der zweite wichtige Punkt ist, dass die DVRK jetzt tatsächlich nuklearfähig ist. Dies ist in vielerlei Hinsicht beunruhigend, aber es ist eine Realität. Die Sanktionsregime der letzten Jahrzehnte haben versucht, dieses Ergebnis zu verhindern, aber sie waren nicht erfolgreich. Es ist passiert. Das ist also eine Realität, derer wir uns bewusst sein müssen. Drittens hat die DVRK die jahrzehntelange Politik der Wiedervereinigung aufgegeben. Viele Beobachter interpretierten das als etwas ziemlich Negatives, weil es in gewisser Weise die Republik Korea als Feindesland darstellte. Aber es verändert die Dinge auch auf andere Weise. Es ist ziemlich subtil, denn wenn man das Gepäck dieses Wiedervereinigungsambitions hat, begrenzt es die Arten von Entspannung, die man sich vorstellen könnte, zu verhandeln. Jetzt gibt es tatsächlich einen kleinen Raum, in dem eine andere Art von diplomatischer Diskussion über eine stabilisierte Zwei-Korea-Lösung beginnen kann. Nun, das wird nicht mit einem Fingerschnippen geschehen. Keine dieser Dinge sind leicht zu erreichen. Oft können in der Diplomatie kleine Verschiebungen in verschiedenen Bereichen neue Möglichkeiten eröffnen. Man muss sie ergreifen. Die Herausforderung in der gesamten Region, und ich denke, dies war ein zugrunde liegendes Thema im trilateralen Treffen zwischen der Republik Korea, Japan und China, ist die Erkenntnis, dass es ein Zeitfenster gibt, um neu zu gestalten, wie eine stabilisierte Situation in Nordasien aussehen könnte. Es gibt keine Möglichkeit, dass dies hätte geschehen können, ironischerweise, ohne dass die DVRK nuklearfähig geworden wäre. Es gibt keine Möglichkeit, dass es geschehen wäre, ohne dass die DVRK im Grunde genommen eine Verbindung zur globalen Wirtschaft über Russland gehabt hätte. Und es hätte auf keinen Fall geschehen können, wenn die Politik der Wiedervereinigung beibehalten worden wäre. Dies sind also wichtige, aber subtile Veränderungen in der Landschaft, die mir ein wenig Hoffnung geben. Auch wenn es keine optimistische Hoffnung ist, dass die klügeren Köpfe in der Region dieses Fenster mit vorsichtigen Händen angehen können, aber mit Blick auf eine gemeinsame Verantwortung für Stabilität. Ja, ich meine, es scheint mir genauso. Das ist eine der Dinge, die mir Hoffnung geben. Diese positiven Worte zu hören, ist ermutigend, weil es nicht einfach ist, eine gemeinsame Erklärung zu verfassen. Besonders eine, die so lang ist und wichtige Themen anspricht. Man kann auch sehen, dass Japan zumindest im Moment niemals seine Sicherheitsbeziehung mit den USA aufgeben würde. Die gesamte Sicherheitsstrategie Japans basiert darauf. Und es gibt trilaterale Gipfeltreffen mit den Philippinen auf der einen Seite. Have trilateral summits with the Philippines on the one side. It seems that Japan is continuing something that it has been. Es scheint, dass Japan etwas fortsetzt, was es schon lange tut. Den Versuch, separate multilaterale Foren zu schaffen, um seine Interessen auf pazifistische, gewaltfreie Weise voranzutreiben. Es geht nicht darum, mehr militärische Mittel zu schaffen. Es geht darum, Wege zur Deeskalation von Spannungen zu finden. Eines der Dinge, die das Dokument betont, ist die Bedeutung des Austauschs zwischen Menschen. Sie wollen mehr Interaktion und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Obwohl es nicht in der Mitteilung steht, erwähnte die Pressemitteilung das Potenzial für ein zukünftiges Freihandelsabkommen. In der Mitteilung heißt es, dass alle drei Länder ihr Bekenntnis zur UN-Charta bekräftigen wollen. Sie wollen offenen Handel auf der Grundlage der WTO,
Welthandelsorganisation, einschließlich des Streitbeilegungsmechanismus, den sie wieder funktionsfähig machen wollen, den die USA derzeit blockieren. Das ist also der Subkontext hier. Eine weitere Sache, die mich wirklich überrascht hat, ist, dass Sie einen Artikel darin haben, der über das Finanzsystem spricht. Lassen Sie mich das kurz vorlesen. Die drei begrüßen die Fortschritte, die auf dem Treffen der ASEAN Plus 3 Finanzminister und Zentralbankgouverneure erzielt wurden, insbesondere die Billigung der Einrichtung der schnellen Finanzierungsfazilität mit der Einbeziehung von berechtigten, frei verwendbaren Währungen als bevorzugte Währungen. Das ist sehr interessant. Dies ist im Grunde ein versteckter Hinweis auf die Entdollarisierung und die Nutzung von Mechanismen, die nicht über die USA und SWIFT laufen. Ja, das ist es. Schau, wenn man viele dieser Dokumente liest, wie du und ich es im Laufe der Jahre getan haben, berühren die Schlagzeilen in den Medien oft nie diese eher mechanischen Komponenten. Zum Beispiel, als Xi Jinping vor 18 Monaten Saudi-Arabien besuchte, war die Medienberichterstattung umfangreich, aber die Diskussionen über die Nutzung der Shanghai-Öl- und Gasbörse wurden kaum erwähnt. Noch technischere Fragen zur Harmonisierung der Finanzregulierung wurden übersehen. Dieses Dokument erkennt an, dass die Stabilität der Region von vielen Faktoren beeinflusst wird, einschließlich der wirtschaftlichen Lage. Und wenn du zurückdenkst an die in den Jahren 1997 oder 1998, während der asiatischen Finanzkrise, war eine der kollektiven Lehren, die in der gesamten Region gezogen wurden, die Notwendigkeit von Mechanismen zur Minderung und Linderung möglicher Liquiditätsprobleme, denen einzelne Länder gegenüberstehen könnten. Diese Liquiditätsprobleme und Währungsrisiken waren historisch mit der Abhängigkeit all dieser Volkswirtschaften vom US-Dollar verbunden. Seitdem wurde eine ganze Reihe von Institutionen von der ASEAN Plus 3 geschaffen, um die Finanzarchitektur der Region zu stabilisieren. Ich denke, dieser Schritt hin zur regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, ermöglicht durch die Wahl mehrerer Währungen, ist eine fortlaufende Entwicklung zur Bewältigung dieser strategischen Bedenken. Es geht auch das Thema der Entdollarisierung an, oder vielleicht genauer gesagt, der Währungsmultipolarität. Es geht nicht darum, eine Währung zugunsten einer anderen abzulehnen. Es geht um systemischen Wandel. Dieser Wandel stärkt die nationale wirtschaftliche Souveränität und minimiert die Abhängigkeit nationaler Volkswirtschaften von Entscheidungen, die anderswo getroffen werden. Ich denke, das ist ein sehr konstruktiver Schritt nach vorne. Dieses trilaterale Treffen, obwohl es im Schatten des trilateralen Treffens USA, Japan, Philippinen stattfand, bietet viel Hoffnung. Die Hauptakteure in diesem Teil der Welt erkennen, dass der kinetische erste Weg, den sie in anderen Regionen gesehen haben, hier eine totale Katastrophe wäre. Das wären wirklich schöne letzte Worte, aber ich habe noch eine Frage im Kopf. Ich habe auch Hoffnung in die Regierung der Republik China, die Regierung in Taiwan, weil sie 120 Jahre Kompetenz haben. Es gibt viele gute Politiker. Andererseits haben sie eine ganz andere Reihe von Problemen im Vergleich zu Japan und den Philippinen. Eines der Dinge, die schon lange funktionieren, ist der Konsens über die de facto Situation, die zwischen der VR China und der ROC, zwischen der Volksrepublik China und der Republik China vereinbart wurde. Festland China ist der größte Handelspartner Taiwans, richtig? China is the largest trading partner of Taiwan and the Republic, right? And even the islands of Kinmen and Matsu are official. Und selbst die Inseln Kinmen und Matsu, das Festland China versucht nicht, sie zu erobern oder seine Soldaten dort zu stationieren. Sie sind Teil der Republik China. Obwohl sie nur etwa 5 Kilometer von Xiamen entfernt sind, ist das unglaublich nah. Kürzlich gingen zum ersten Mal US-Militärangehörige nach Kinmen.
Ich war sehr überrascht, als ich vor 2 Monaten davon las, weil es eine enorme Eskalation ist. Wie schätzen Sie die innenpolitische Lage in der Republik China in Taiwan ein? Viele Beobachter verweisen auf den Wahlerfolg einer historisch unabhängigkeitsorientierten Partei auf präsidialer Ebene. Aber was an Wahlsystemen interessant ist, ist, dass sie ihre eigenen Regeln haben. Und eine Wahl zu gewinnen bedeutet lediglich, dass man diese Regeln erfüllt hat. Bei der taiwanesischen Präsidentschaftswahl gilt das Mehrheitswahlrecht. Man muss nicht die Mehrheit der Stimmen erreichen, um zum Sieger erklärt zu werden. Man muss nur mehr Stimmen haben als die anderen. So haben wir eine Situation, in der etwa 60% der Wählerschaft die Unabhängigkeitspartei nicht unterstützt haben. Dies spiegelt sich stärker im Legislativyuan wider, dem taiwanesischen Parlament. Das Parlament wird eindeutig nicht von der Partei dominiert, die die Präsidentschaft innehat. Also das ist das Erste. Ich denke, es gibt eine innere Zersplitterung. Ein weiterer interessanter Aspekt dessen, was rund um die Insel passiert, ist, dass das chinesische Festland kürzlich seine Fähigkeiten demonstriert hat. Dies geschah nach dem Besuch von Nancy Pelosi und kürzlich nach einer Rede von Lai Ching-te, dem neuen Präsidenten. Diese Machtdemonstrationen zeigen einige Dinge. Eines davon ist die Fähigkeit der Volksbefreiungsarmee, sich mit unglaublicher Geschwindigkeit zu bewegen und die Grundlagen einer Blockade, um die Insel innerhalb von 72 Stunden zu implementieren, was unglaublich schnell ist. Im Rahmen des Ein-China-Prinzips wird die Insel als Teil des souveränen Territoriums Chinas betrachtet. Die Fähigkeit, sich zu bewegen und eine Schutzkordon auf der östlichen Seite der Insel zu errichten, wird als Demonstration der Verteidigungsfähigkeit angesehen. Dies ist keine Demonstration der Fähigkeit, Taiwan zu erobern. Es ist eine Demonstration der Fähigkeit, Taiwan vor anderen zu schützen, die möglicherweise in seine Angelegenheiten eingreifen wollen. Das ist ein wichtiger Punkt, den man sich merken sollte. Ein weiterer erwähnenswerter Punkt ist, dass der Schatten von Konflikten in anderen Teilen der Welt nicht nur groß ist, sondern auch lebendige Lektionen bietet. Niemand auf beiden Seiten der Taiwanstraße sucht nach einer kinetischen Lösung für einen Bürgerkrieg, der noch nicht formell abgeschlossen ist. Wir hören auch oft, dass Menschen über den Status quo sprechen. Die offizielle amerikanische Politik besagt, dass sie eine einseitige Änderung des Status quo nicht unterstützen. Was wirklich diskutiert wird, ist natürlich, was der Status quo tatsächlich beinhaltet. Die Implikation der US-Sichtweise des Status quo ist, dass die Insel Taiwan sich faktisch weiterhin wie ein de facto Land verhalten kann. Das impliziert zunehmend die US-Position. In den letzten 20 Jahren hat sie ein Programm des Salami-Slicing der Ein-China-Politik durchgeführt. Sie hat der Insel Waffen geliefert und Schulungen angeboten, unter anderem. Die chinesische Sichtweise des Status quo ist, dass es einen vorübergehend gestoppten Bürgerkrieg gibt, was bedeutet, dass es keine aktiven Kämpfe gibt. Der Status quo beinhaltet jedoch auch ein Bekenntnis zur gewaltfreien Wiedervereinigung. Ja. That's the status quo. Das ist der Status quo. Und das war der Status quo in den letzten 2 Jahrzehnten. Es gab Bemühungen um Angleichung, Interaktion und Normalisierung in der Hoffnung, dass dies in irgendeiner Weise zu einer friedlichen Wiedervereinigung führen würde. Von der Seite des chinesischen Festlands aus gesehen, ist das der Status quo, den die USA Stück für Stück untergraben haben. Ich denke immer wieder, dass ich mir nur wünsche, dass die Situation auf beiden Seiten für weitere 30 oder 40 Jahre stabil und wirtschaftlich prosperierend bleibt. Diese Konflikte neigen dazu, sich zu verändern. Und das haben wir in den 70 Jahren gesehen, in denen dieser Konflikt andauert.
Der Konflikt drehte sich früher um die Kernfrage: Wer ist China? Sowohl Peking als auch Taipeh beanspruchten, China zu sein. Das war die ursprüngliche Spaltung, besonders als Taipeh China in der UNO, einschließlich des Sicherheitsrats, vertrat. Und dann wurde das in dem Sinne gelöst, dass heute niemand auf der Welt noch davon träumen würde, Taipeh China zu nennen. Sogar die Taiwaner betonen ihren eigenen Namen, die Republik China, weniger. Sie betonen das weniger. Der Konflikt hat sich in die Frage verwandelt, ob Taiwan anders als China ist. Ja oder nein? Das ist ein ganz anderer Standpunkt. Die Sache ist die: Wenn wir in den nächsten 30 Jahren vorankommen können, wird sich der Konflikt wahrscheinlich wieder ändern. Meine große Frage ist: Können wir es lange genug stabil halten, damit eine friedliche Lösung entstehen kann? Ich denke, dass es eine starke Aussicht gibt, dass es friedlich bleiben wird. Dies mag kontraintuitiv erscheinen angesichts der häufigen Gespräche über einen bevorstehenden Krieg um Taiwan. Der Grund, warum ich glaube, dass es eine große Chance gibt, militärische Konflikte zu vermeiden, ist jedoch, dass weder das Festland noch die Menschen auf der Insel ein Interesse daran haben, miteinander Krieg zu führen. Es gibt ein Engagement, die kinetischen Aspekte des Bürgerkriegs nicht wieder aufleben zu lassen, teilweise wegen der familiären Beziehungen, die die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße noch verbinden. Es gibt einen Weg zur Wiedervereinigung. Wie dieser aussehen wird, wie die politische Einigung aussehen wird und welche institutionellen Regelungen getroffen werden, steht alles zur Diskussion und Debatte. Ich denke oft darüber nach, wie Russland im Laufe der Jahrzehnte mit der Ukraine umgegangen ist. Aufgrund einer pragmatischen Haltung war Russland in den letzten Jahren bereit, bestimmte Vereinbarungen zu akzeptieren, die es zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort möglicherweise nicht akzeptiert hätte. Ich glaube, dass die Zeit erstaunliche Dinge bewirken kann. Es gibt auf beiden Seiten der Taiwanstraße einen Willensvorrat, eine friedliche Lösung zu erreichen, die den dort lebenden Menschen zugutekommt. Diese Lösung sollte allen die Möglichkeit bieten, in Frieden und Wohlstand zu leben. Deshalb denke ich, dass die Chancen für einen lokal ausgelösten Konflikt vernachlässigbar sind. Das sind schöne Worte, um das Video zu beenden. Warwick Powell, vielen Dank für Ihre Einsichten heute. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.